Hallo Leute, Darts1054 hier mit Let's Play Elements Destiny Ancient Powers. Ja, wir sind in Neon im VIP-Club und da sind lauter Verrückte. Mal schauen, was es hier noch so für Leute gibt. Na, ihr, darf ich euch was anbieten? Junge Dame, ich will doch hoffen, dass ihr diesen Kindern Hochprozentiges verkaufen wollt. Warum schaust du denn so aggressiv? Willst du mich jetzt etwa verhauen? Was? Nein, ich wollte sie doch bloß darauf hinweisen. Schläger, feiger Schläger. Hör auf, bitte, so war das nicht gemeint. Hier haben Sie etwas Trinkgeld, machen Sie sich nichts draus. Sehe ich denn wirklich so böse aus? Also du schaust meistens ziemlich ernst, scheinbar erschrecken sich deswegen manche vor dir. Ein Lächeln könnte dir mal nicht schaden. Ein Lächeln? Etwa so? Na bitte, es geht doch. Irgendwie ein beängstigender Anblick. Ach, was soll's. Diese dämliche Grinserei liegt mir nicht. Und welche Schurke fürchtet sich denn schon von einem dauergrinsenden Kämpfer der Gerechtigkeit? Ach, wie auch immer. Kann man sie nochmal ansprechen? Hier gibt es die köstlichen Getränke des ganzen Landes zum kleinsten Preis. Ja, und hier ist ein Mapping-Fehler, ein Ebenenfehler. Gut, dann haben wir hier noch einen Verrückten. Na holla, hallo du Schönheit mit grünem Haar. Was, meinen Sie etwa mich? Klar, wen denn sonst? Meine Augen beginnen zu funkeln, wenn ich dich ansehe. Ach das nun... Du brauchst gar nicht weiterreden, Mädchen. Du bist an einem Job interessiert. Leicht verdientes Geld für wenig Arbeit. Und ich bin sicher, dass gerade du das besonders gut hinbekommen würdest. Aber ich weiß nicht. Um was für eine Art Job handelt es sich denn? Na, ihr wisst schon. Seht sie euch doch an. So schüchtern und zurückhaltend und dabei diese bezaubernde, unschuldige Ausstrahlung. Also, ich kenne jede Menge Leute, die... Nein, danke, sie hat kein Interesse. Besser ist es. Denn da ging es, glaube ich, nur um WikiWiki. Was sehe ich denn da? Ist das ein ernstes eine VIP-Karte, die auch noch von den Kitori-Schwestern unterschrieben wurde? Das muss euer Glückstag sein. Ihr habt die Ehre, eine Nacht in unserer Luxus-Suite zu verbleiben, kostenlos. Nein, lieber nicht. Ihr wisst nicht, was ihr verpasst. Ich glaube, das erhöht sogar die Werte, ne? So. Ja. Sehr gut, dann müsst ihr nur noch die Lose für die Zimmereinteilung ziehen. Wir dürfen das nicht selbst entscheiden? Da ihr das kostenlose Angebot nehmt, nein. Nun gut, dann zieht mal eure Lose, jeder eins. Es kommen nur zwei Personen in eine Suite. Angenehme Ruhe wünsche ich. Wir legen uns dann mal schlafen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ah, Lilea und Julia. Okay. Komm, Maler, wir gehen auch. Ja, ich bin auch schon sehr müde. Also dann, bis morgen. Ich bin schon gespannt, was die hier zu bieten haben. Ich brauche meinen Schlaf der Gerechten. Ein Glück, dass wir diese einmalige Möglichkeit haben. Eine gute Nacht euch allen. Oh Gott, so Suna und Xai. Nun, dann gehen wir. Kein Wort. KP und MP, alle Charaktere sind um 10 gestiegen, steigen Geschick, Tempo und Mentalität um 1. Stimmt, das brachte uns. Einen wunderschönen guten Morgen. Gebt es zu, ihr habt noch nie so gut geschlafen, oder? Ja, die Betten waren unglaublich bequem. Sowas habe ich wirklich nirgendwo sonst erlebt. Ich fühle mich wie neu geboren. Ich habe kein Auge zugemacht. Könnte an Susuna gelegen haben. Wieso denn das? Du schläfst doch sonst immer wie ein Baby. Ach, lass nur. Ich will nicht darüber sprechen. Ihr hattet eure Gratisnacht bereits und ich denke nicht, dass ihr euch eine Weile da leisten könnt. Nein, glaube ich auch nicht. So,
Wir hätten das Geld, uns hier eine andere Kampfmucke zu kaufen, aber ich lasse es vorerst. Können wir jederzeit immer noch machen. Und wir brauchen das Geld noch für Ausrüstung, denn die wird noch richtig teuer. Die Ausrüstung, die wir uns noch kaufen werden. Ich glaube, das ist dann sogar die letzte Ausrüstung, die es noch zu holen gibt. So. Dann einen neuen Save anlegen und Tapion nochmal anmelden. Hallo und herzlich willkommen in der Neon Arena. Bla. Habt ihr Interesse? Ja. Tragen Sie mich ein. Sehr gut. Genau. Dann haben wir das. Genau, jetzt sind wir. Was muss ich nur tun? Kämpfen anzufangen. Können Sie weiter darauf ausruhen? Genau. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Okay, jetzt sind wir mit Tapio wieder alone. Und können jetzt den Kampf nochmal durchführen. So. Na dann wollen wir mal. So. Gut. Kämpfe, möge der Stärkere gewinnen. Genau, das dürfte eigentlich relativ einfach werden. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Dürfen wir auch Techniken verwenden? Ja, dürfen wir. Okay. Ist aber wahrscheinlich erstmal gar nicht nötig, ne? Critical! Wobei, ich kann ja eigentlich raushauen, was ich will. Ich kann mich ja dann eh voll heilen. Und tschüss. Der Herausforderer hat die erste Runde erfolgreich überstanden. Du bekommst nun die Chance, dich auf die zweite Runde vorzubereiten. Genau. Jetzt kann ich mich bei dem hier oben, glaube ich, ausruhen, ne? Lass mich deine Wunden heilen, genau. Das hatten wir ja alles schon mal komplett geheilt. So. Jetzt werden wir hier wieder abspeichern. Und dann die zweite Runde und die letzte, die wird dann etwas schwerer. Kämpfe, möge stärkere gewinnen. So, gleich mal reinpreschen. Sehr gut. So, das sollte jetzt locker zu schaffen sein. Obwohl der jetzt schon stärker ist, der Typi. Aber für uns immer noch keine Herausforderung. Naja, wohl. Ein bisschen mehr auf dem Kasten, der Jung. So, wieder 400 Erfahrungspunkte. Der Herausforderer hat die zweite Runde erfolgreich überstanden. Du bekommst nur die Chance, dich auf die dritte Runde vorzubereiten. Genau. So, und soweit waren wir ja auch schon mal. Allerdings natürlich nicht so schnell. Und die dritte Runde wird dann die schwerste. Aber wie gesagt, mittlerweile sollten wir auch das hinkriegen. Soweit, so gut. Kämpfe, möge der Stärkere gewinnen. Oder war das dann erst die vierte Runde? So, wann kommt denn dann die Dame himself? Ich glaube wahrscheinlich erst vierte Runde oder wie? Finalrunde wahrscheinlich, ne? Scheint mir so. Da waren wir überhaupt schon mal so weit? Bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich waren wir noch nie so weit. Als kann schon sein. Vielleicht sind es auch 5 Runden oder so. Man weiß es nicht. Der Herausforderer hat die dritte Runde erfolgreich überstanden. Du bekommst nun die Chance, dich auf das große Finale vorzubereiten. Okay, es gibt 4 Runden. Gut. Ich glaube, so weit waren wir tatsächlich noch nicht. Revanche. Oder waren wir doch schon mal so weit? Weil er sagt Revanche. Man weiß es nicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Zu lange her. So. Ja, dann wollen wir mal. Genau. Kämpfe, möge der Stärkere gewinnen. Du schon wieder? Hat dir unser letzter Kampf noch nicht gereicht? Ich werde dich dieses Mal nicht weniger hart zu dir sein. Joa.
Kann schon sein. Ist mir aber wurscht. Dadurch, dass wir jetzt viel mehr KP haben, ist es kein Problem. So, ich werde jetzt mal was probieren. Und zwar werde ich mal versuchen, sie einzuschläfern. Okay, hat nicht funktioniert, schade. Gut. Das könnte... Na gut, heilen. Ungeschickt. Okay. So, das ist der richtige Zeitpunkt für ein Elixier. Aber dadurch, dass wir jetzt schneller sind wie sie, haben wir auch da schon mal einen riesen Vorteil und tun uns deutlich einfacher. So. Dann sollten wir uns unbedingt wieder heilen. Die Mucke. So. Ist der Kampf deutlich fairer wie beim letzten Mal. Ja, das war einfach nicht zu schaffen. So, gehen wir mal auf Risiko. Ich glaube, das war Glück gehabt. Der Geierschlag macht uns zum Glück nicht so viel Schaden, weil wir ja selber bisschen erdbewandert sind. Deswegen ist der nicht ganz so schlimm. So, nehmen wir ein Elixier. Ja, jetzt gibt's aber alles, die Dame. Jawohl! War doch machbar. Das ist unglaublich. Der Herausforderer konnte Mihala besiegen. Damit ist er der neue Champion. Was soll das? Hört auf zu applaudieren. Das reicht. ja, was auch immer. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg über unsere Titelverteidigerin. Wende dich an den Empfang, um deinen Preis abzuholen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin schwer beeindruckt von deinem Sieg über den Champion. Ohne große Worte überreiche ich dir hiermit deinen Preis. EP-Perle erhalten. Eine Perle, und was kann ich jetzt damit tun? Die EP-Perle ist der perfekte Gegenstand für eine Gruppe von Kämpfern, wie ihr sie seid. Sie ist, Sie ist dazu in der Lage, die Kraft einer erwählten Person zu teilen und auf die Gruppenmitglieder zu übertragen. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Der Träger überträgt seine kompletten Erfahrungspunkte an die gesamte Gruppe. Jedenfalls, sofern die Gruppenmitglieder sich nicht auf einem höheren Level befinden und nicht kampfunfähig sind. Verstehe. Leer, nimm du sie. Was? Warum ich? Du warst doch der das Turnier gewann. Ich habe keine Verwendung für das Ding. Ich denke einfach, dass es besser wäre, wenn du sie trägst. Wenn ich dir damit einen Gefallen tue, dann werde ich sie eben nehmen. So könnte ich unsere kleine Anführerin. Aus dir könnte eine großartige Kämpferin für Gerechtigkeit werden. Wie war das? Kleine Anführerin? Ach, schon in Ordnung. Gehen wir weiter. Tut mir leid, im Moment können wir keine weiteren Herausforderungen resistieren. Unser ehemaliger Champion ist nach der Niederlage etwas... Naja, ihr wisst schon. Alles klar. Gut, haben wir die jetzt im Inventar? Ja, hier ist sie. Lilas Erfahrungspunkte werden auf alle Charaktere übertragen. Das ist natürlich cool, weil... ich muss eigentlich immer nur Lulair in der Kampfaufstellung haben. Und dann werden die Erfahrungspunkte an alle anderen gleichmäßig mitverteilt. Auch jetzt an die anderen 6, die dann quasi nicht in der Kampfparty mit sind. Das hat was. Und das hat anscheinend auch gleich ganz gut funktioniert. Denn aktuell sind jetzt alle Level 34 aufgestiegen. Genau. Nur Susuna ist Level 35, weil wahrscheinlich durch die Perle die Erfahrungspunkte von Lulair gleichmäßig verteilt wurden. Tja, so muss es laufen mal wieder. Dann sind wir hier in Neon fertig mit allem. Vor allem mit den Nerven.
Gut, und dann würde ich jetzt fast sagen, es geht jetzt auf den anderen Kontinent, nach Emorie, Menschenskinder, damit wir dann dort weitermachen können. Da haben wir noch eine Stadt zu erkunden, wir kaufen uns neue Ausrüstung und es geht dann zum Heiligtum der Elementargöttin hoch. Naja. So, ich könnte jetzt durch die Höhlen latschen. Das wäre zwar der kürzere Weg, aber auch der kompliziertere, deswegen machen wir nicht. Wir gehen hier den längeren Weg. Wir müssen jetzt, Moment, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Stimmt, ich muss jetzt in die nördliche Region. Richtung, Richtung Fuyuki-Gebirge. Stimmt, und muss dann dort, Richtung Fuyuki-Gebirge. Und dann durch die Wüste und dann noch im, kriegen wir hin. Ich muss mich bloß immer wieder orientieren. Weil zum Schluss sind die Gebiete doch schon umfangreich sind, wo man überall hin kann. Allerdings, und das finde ich auch wieder beeindruckend, wie der Sui das hingekriegt hat, das ist irgendwie alles logisch aufgebaut. Mit diesen Regionen, nördliche Region, südliche Region, westliche Region, ist irgendwie alles Alter. Wo bin ich? Mal. Toll. Hier sind wir. Es ist irgendwie alles logisch aufgebaut und man findet sich unglaublicherweise sehr, sehr gut zurecht in dem Spiel und man behält auch irgendwie den Überblick, halt, wie ich finde. Also man kommt eigentlich nicht durcheinander, sondern man behält den Überblick und ja, es klappt irgendwie. Und das ist halt auch wichtig für ein Spiel, dass man durchblickt und dass man nicht den Überblick verliert und nach einigen Spielstunden irgendwie keinen Plan mehr hat, weil alle Gebiete zu umfangreich und zu wirr sind, wie das zum Beispiel, was sehr, sehr schade ist, bei Feuer um Mitternacht ist. Weil dort sind die Gebiete irgendwie so aneinandergereiht, dass sie überhaupt keinerlei Sinn ergeben. Durch die ständigen Jumpscares, durch die ständigen Ortswechsel und auch Wechsel der Gruppenmitglieder, okay, mit ausgenommen von da, ist es so wirr, dass man irgendwann überhaupt nicht mehr durchblickt, wo man ist und wer man gerade ist und wo man überhaupt schon überall war und was hier überhaupt gerade los ist. Und das ist echt negativ zu bewerten an dem Game, das ich irgendwann übrigens auch noch spielen werde. Ich habe vor, die ganze Heldenreihe irgendwann noch zu spielen. Natürlich geht's los mit Helden, dann geht's weiter mit Feuer um Mitternacht und zum guten Abschluss natürlich auch Eroberung. Oh Mann. Ich freue mir. Mystery Lady sei Dank für diese drei wunderbaren Werke. Voller Verwirrung, voller Rechtschreib- und Grammatikfehler. Wir bleiben erstmal bei Limits Destiny. Da weiß ich, was ich habe. Und es sind kaum Rechtschreibfehler und es ist alles logisch. Und das ist schön. Weil der Sui halt einfach ein guter Entwickler ist. Das muss man einfach so sagen. So. Und ich bin auch schon sehr, sehr gespannt auf das Remake von Elements Destiny. Also vom Original Elements Destiny. Nicht von Ancient Powers, sondern von Origins quasi. In dem ja alles anders ist wie in Origins. Die Orte heißen anders, sogar die Partymitglieder, also jedenfalls eine heißt anders wie im Original. Und es soll ja alles viel cooler und besser sein. Naja, lassen wir uns mal überraschen, was so kommt und wann das Game überhaupt rauskommt. Aber derweil ergötzen wir uns an den alten Sui-Werken. Mensch, wenn da wenigstens Rising erschienen wäre. So schade, dass das Game nie erschienen ist. So, ging's hier? Moment, nach oben. Ja,
Aber gut, mit Engine Powers und Origins hat man genug zu tun. Rising wäre zwar noch nett gewesen, wenn man es mit dabei gehabt hätte, aber es geht natürlich auch ohne. Jo, zum Grenzposten wäre ich jetzt schon gern noch gegangen. Muss mich erstmal wieder zurechtfinden, aber wir sind schon im richtigen Wüstengebiet. Müsste hier unten irgendwo der Durchgang sein. Genau. Okay. Gut, dann sind wir hier. Und dann geht's beim nächsten Mal hier weiter bei Elements Destiny Engine Powers. Ich bin der A205. Bis denn und ciao, ciao.